Noch kurze Vorab-Info, es geht gleich los. Es sind natürlich 9 Partien und deswegen ist es schwer, bei jeder Partie richtig viel zu zeigen. Wenn euer Club nicht so viel gezeigt wird, dann tut's mir leid. Ich versuche das einigermaßen ausgeglichen zu halten, aber auch mit den Partien, die ein bisschen spannender sind, da halt ein bisschen mehr zu sein. Ansonsten kommen morgen die Zusammenfassungen, wenn ihr euch das nicht alles komplett geben wollt, sondern nur euer Spiel. Ja, dann kommen morgen eben die Zusammenfassung davon. Jetzt geht's aber los mit der Konferenz. Und so beginnt für Christian Tietz und seinen HSV das Halbfinale in der Bundesliga. So bezeichnet er ja das Spiel heute in Frankfurt. Die Eintracht möchte nach enttäuschenden Wochen in der Bundesliga wieder Fuß fassen und die Euroleague-Quali sichern. Die Spiele, die hier gerade unten durchlaufen, werden natürlich parallel abgehalten. Auch sie sind für den Abstiegskampf noch wichtig. Freiburg versucht sich in Gladbach den Klassenerhalt zu sichern. Mainz ist in Dortmund zu Gast. Und auch Wolfsburg spielt auf des Gegners Platzes in Leipzig. Selbstverständlich werden wir den Fokus auf den Abstiegskampf richten. Allerdings gehen wir jetzt erstmal nach Stuttgart. Und hier könnte es noch eventuell sehr europäisch werden. Die TSG aus Hoffenheim möchte sich mit einem Sieg auf dem Champions League-Rang 4 festbeißen und Stuttgart kann, wenn die Konkurrenz patzt, mit einem Sieg heute schon auf dem 6. Tabellenrang landen. Auch der 7. könnte ja eventuell reichen. Die Parallelspiele dazu, die europäisch interessant werden, laufen hier gerade auch noch durch. Bis auf Köln gegen Bayern geht es in jedem Spiel noch um wichtige Ziele. Aber auch da wollen wir mal hinschauen. Denn für den ersten FC Köln ist das für womöglich nur eine Saison die letzte Partie in der heimischen Arena im Rhein-Energie-Stadion. Heute der FC Bayern zu Gast. Es könnte schlechtere Gegner, unattraktivere Gegner geben und trotzdem möchte man heute sich mit einem Sieg verabschieden. Auch wenn das gegen Bayern schwer werden dürfte, doch es ist wieder nicht die Top 11 aus gegebenem Anlass geben wir aber nach Gladbach. Denn hier geht die Partie als erstes los und die Freiburger konnten sich durch das Last-Minute-Tor gegen Köln ja eine exzellente Position herausspielen, die sie jetzt heute in Gladbach veredeln wollen. Eventuell können sie heute schon den Klassenerhalt sicher machen. Dazu müssen sie gewinnen und die Konkurrenz muss patzen. Beziehungsweise wenn Wolfsburg verliert, reicht sogar ein Unentschieden. Jetzt kommen sie aber gut nach vorne. Terazzino mit der ersten Möglichkeit. Scheitert an Jan Sommer. Wir geben eine Station weiter. Und landen in Leipzig. Auch hier der Abstiegskampf im Fokus. Doch für Leipzig geht es auch noch um wichtige Punkte. Man möchte nicht gänzlich aus dem europäischen Wettbewerb ausscheiden. Man hat sich wohl damit abgefunden, die Champions League nicht zu erreichen, was schon bitter genug ist für die Bullen. Jetzt soll es aber zumindest für die europäische zweite Tor in Bremen Klasse reichen. Tor in Bremen, da gehen wir hin. Das erste Tor in der Konferenz. Die Gäste führen und Leverkusen macht direkt zum Start einen wunderbaren Treffer. Kai Havertz mit dem rechten Fuß und nach gebeutelten Wochen bei den Leverkusenern ist das doch jetzt mal ein Lichtblick. Das 0:1 gegen Stuttgart muss Tor in Gladbach auch erstmal wieder verkraften. Wir gehen nach Gladbach. Da ist der zweite Treffer gefallen. Ein essentiell wichtiger im Abstiegskampf. Stand jetzt wäre Freiburg gerettet. Aber wir sind ja auch erst in der 6. Spielminute. Und natürlich, eigentlich muss man den Torschützen gar nicht mehr erwähnen. Nils Petersen höchstpersönlich schießt hier die Gäste in Führung. Sie hatten ja schon eine gute Möglichkeit durch Terazzino, die Jan Sommer noch parieren konnte. Jetzt ist Petersen zur Stelle. Freiburg führt mit 1:0. Gehen wir nach Augsburg. Die Fuggerstädter konnten den Klassenerhalt bereits sichern und sich mit einem spannenden 2:2 gegen Hertha nochmal einen Punkt dazu verdienen. Für den FC Schalke 04 soll es jetzt
nach dem 1:1 gegen Gladbach mal wieder einen Sieg geben und damit die Champions League Qualifikation gesichert werden. Jetzt kommen sie, Konopianka sehr stark mit der Hacke noch den Ball gerettet. Burgstaller trifft jetzt jedoch nur das Außennetz. Eine durchaus unterhaltsame Partie, weil beide Teams nach vorne spielen. Augsburg kann ganz befreit aufspielen, haben ja schon 41 Punkte auf dem Konto. Wie gesagt, das reicht in dieser Saison locker zum Klassenerhalt. Möchten sich aber aus der Heimsaison auch noch mit einem guten Spiel verabschieden. Jetzt kommen sie auch mal wieder nach vorne. Sergio Córdova, aber Max verliert da den Ball, holt ihn sich jedoch wieder. Tor in über Köln. Die linke Seite, Tor in Köln. Da gehen wir hin, schauen wir uns an. Jetzt kommt aber nochmal Augsburg. Finn Burgason mit dem Fallrückzieher, der wird nichts. Also ab nach Köln, da ist ein Tor gefallen. Der FC Bayern führt, macht hier gnadenlos den Spielverderber für das Abschiedsspiel des ersten FC Köln in der ersten Liga. Juan Bernat mit dem rechten Fuß, Sörensen kommt zu spät. Und Timo Horn ist dann aus kurzer Distanz, weil Bernat den Ball clever anlupft. Ohne Chance. Der Ball geht über sein auf dem Boden stehendes bzw. liegendes Bein hinüber. Tor in Stuttgart, der nächste Treffer. Na, das geht doch wunderbar los. Der VfB Stuttgart führt und zieht damit punktgleich mit Platz 6 mit Leipzig. Und so ist das Ganze passiert. Mario Gomez ist letztendlich derjenige, der trifft, von Gentner bedient. Und lässt Oliver Baumann aus der Distanz keine Chance. Platziert unten rechts rein. Und Gomez, der jetzt eine kleine Torflaute zu beklagen hatte, ist jetzt wieder auf der Anzeigentafel. Also, Stuttgart führt mit 1:0. Und wir springen das erste Mal in dieser Konferenz nach Dortmund, wo beide Teams im Fokus stehen. Wir schauen uns hier die Chance gerade gesehen von Sancho an, der ja ein überragendes letztes Heimspiel gegen Leverkusen abliefern konnte. Für Mainz geht es hier um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Erfolgserlebnisse, die drei, die sie erfahren konnten gegen Leipzig, waren essentiell, waren wichtig. Nicht nur auf der Tabelle, diese Punkte auch für die Moral. Und jetzt kommen sie hier gar nicht so schlecht in die Partie. Muto mit dem nächsten Abschluss. Baku, der eine überragende Partie abgeliefert hatte gegen Leipzig, ist auch hier schon wieder im Fokus. Aber erstmal steht es hier 0:0. Wir geben eine Station weiter. Wo die Gäste aus Berlin gerade eine gute Möglichkeit hatten. Selke scheiterte jedoch an Philipp Czauner. Doch sie kommen etwas besser in diese Partie. Es geht ja für beide Teams wohl um nichts mehr. Berlin hat den Klassenerhalt ganz sicher und für Hannover besteht nur noch die theoretische Chance. Ein 0:0 würde sie schon retten und das möchten sie am besten noch überbieten mit einem Sieg zum letzten Heimspiel in der Saison. Und das ist gegen die Hertha nicht unmöglich, doch die Gäste spielen hier gut auf. Lecky von Selke bedient, war wohl kein Abseits, doch der Australier scheitert an Philipp Czauner, der in der kurzen Ecke zur Stelle ist und den Ball aus dem Gefahrenbereich entfernen kann. Wir schauen uns den Eckstoß noch an von der rechten Seite. Plattenhardt legt sich den zurecht. Ein Spezialist, war auch mal schon erfolgreicher, was die Vorlagen angeht. Das möchte er jetzt ändern. Die Flanke kommt, aber Niklas Stark kann den Ball nicht verwerten. Wir schauen nochmal drauf und geben dann eine Station weiter ins nächste Stadion. Wo wir in Frankfurt landen und für den HSV ist ein Sieg schon fast Pflicht. So muss man es ja sagen, besonders wenn der VfL Wolfsburg in Leipzig keine Federn lässt. Da steht es ja auch noch 0:0. Aber eigentlich muss hier ein Sieg her, das ist Christian. Elfmeter in Bremen. Seinen Mannen klar, Elfmeter in Bremen, das geht natürlich jetzt erstmal vor. Veljkovic stellt sich unglücklich an, doch Karim Bellarabi, wenn wir das in der Wiederholung sehen, fällt er auch wie ein nasser Sack
Zement, bittere Sache. Der Kontakt ist da. Doch Bellarabi nimmt das auch dankend an. Die Möglichkeit für Leverkusen auf 2:0 zu erhöhen. Also muss es ja wieder ein 4:1 werden. Und jetzt erstmal das 2:0. Denn wenn Leverkusen gewinnt, dann war es in der Vergangenheit ein 4:1 gegen Leipzig und gegen Frankfurt. Jetzt scheint sie hier die Erfolgsaussichten erstmal hochzuschrauben mit diesem 0:2. Werder Bremen ist nicht die schlechtere Mannschaft, war eigentlich auf dem Weg zum 1:1. Dann kam dieser unglückliche Elfmeter, den man auch eventuell hätte revidieren können. Aber so steht's jetzt hier. 0:2. Und wir landen in Leipzig, wo es durchaus prekärer zur Sache geht. Die Bullen, wie schon angesprochen, wollen zumindest in der Europa League nächste Saison spielen. Und für Wolfsburg geht es hier um die Existenz. Ademola Lookman jedoch mit dem Fehlpass. Giavogi kann das klären. Und jetzt geht's vielleicht schnell über Blazikowski und Origi. Der gehört eigentlich in den Strafraum, wo jetzt die Davi steht, aber nicht an den Ball rankommt. Es ist eine zerfahrene Partie, von Nervosität geprägt, wo noch nicht wirklich viel zustande gekommen ist. Und deswegen gehen wir auch erstmal weiter. Wo es zwischen den Fuggerstädtern und den königsblauen Schalkern nach einer knappen halben Stunde noch 0:0 steht. Es ist eine durchaus unterhaltsame Partie. Beide Teams mit den Möglichkeiten, schon einen Treffer zu erzielen. Auf der Anzeigentafel ist da jedoch noch nichts von angekommen. Jetzt aber die Gäste aus Gelsenkirchen auf dem Weg nach vorne. Kelly Drury, Hinteregger macht das ungünstig. McKennie da mit dem Abschluss. Tor aber in Bremen. Hitz macht sich groß und pariert den Ball. Das nächste Tor in Bremen. Der Anschluss oder der Knockout? Der Anschluss. Max Kruse in der 32. Spielminute bringt den SVW wieder ran und das ist hochverdient. Denn Werder Bremen macht hier nicht den schlechteren Eindruck. Theodor Gebrselassie mit dem Flankenball auf den zweiten Pfosten. Kai Havertz, der Torschütze des 1:0, zieht hier gegen Kruse den Mittelstürmer par excellence, den kürzeren. Also hier steht es 1:2, wir geben mal wieder nach Frankfurt, da waren wir eben nur kurz. Wo gerade die Frankfurter nach vorne kommen. Jovic auf Branimir Hrgota. Hrgota! 1:0 für Frankfurt. 32. Spielminute. Und das wäre der Knockout für den HSV. Rechnerisch würde das natürlich noch nicht den Abstieg bedeuten. Doch 3 Punkte Rückstand und ein Torverhältnis von minus 23 im Gegensatz zu den minus 12 von Wolfsburg, das wäre zu viel, um das an einem Spieltag aufzuholen. Also, wenn der VfL Wolfsburg in Leipzig nicht patzt, dann muss der HSV hier noch was tun. Ansonsten könnte es an diesem Spieltag schon so gut wie besiegelt sein. Branimir Hrgota, nicht der Torschütze vom Dienst, nicht in dieser Saison, auch nicht in der Vergangenheit. Jetzt knockt er vielleicht den HSV in die zweite Tor in Bundesliga Köln. Und wir gehen nach Köln. Da ist der nächste Treffer gefallen. Köln gleicht aus. Leonardo Bittencourt, auch doppelt getroffen in Freiburg, macht hier den Ausgleichstreffer. 34. Spielminute. Und das ist eine sehr engagierte Leistung der Kölner. Höger hat dann die Übersicht nach dem abgewehrten Schuss von Terodde. Und für Bittencourt ist das dann kein Problem. Er haut den Ball unter das Dach. Und Ulreich ist ohne eine Chance. Also hier steht es 1:1. Wir gehen nach Dortmund, wo noch kein Treffer gefallen ist. Wo es aber eine ausgeglichene Partie ist. Sowohl Dortmund als auch Mainz geben gute Akzente nach vorne ab. Es ist eine unterhaltsame Partie. Bei Mainz ist hin und wieder die Nervosität zu spüren. Doch im Großen und Ganzen ist das ein sehr guter Auftritt. Das 3:0 gegen Leipzig hat sie wohl beflügelt und Dortmund konnte mit dem 1:1 in Bremen zwar zufrieden sein, spielerisch, doch das Resultat war alles andere als
befriedigen. Pulisic ist jetzt hier im strafbaren Abseits, hätte ansonsten gefährlich werden können. Wir geben nach Gladbach, da steht es ja schon 0:1. Wo aber Gladbach deutlich stärker in der Partie ist mittlerweile. Terracino erstmal dazwischen, Raphael und Cuisance macht es nochmal, heiß Drimmitsch. Aber deutlich vorbei, da kommt keine große Aufregung, auch wenn der Schweizer aufs Tor zielt. Beziehungsweise weit daran vorbei. Der Ausfall von Stindl im Sturm trifft die Fohlen natürlich hart, ebenso wie die Ausfälle von Vestergaard, Kramer und Zakaria, die jeweils gelb gesperrt fehlen. Bittere Sache, Gladbach merkt man das an. Freiburg kann mit diesem 1:0 sehr gut leben. Und dementsprechend gehen wir erstmal hier nach Hannover, wo Füllkrug gerade eine gute Möglichkeit hatte, den Ball nur an den Außenpfosten bringen kann, wo sich Jahrstein jetzt den Ball zum Bodenabstoß bereitlegt. Eine vernünftige Partie bei regnerischem Wetter im Niedersachsenstadion in der HDI Arena, wie sie ja neu modern getauft wurde. Für Hannover ist das hier der letzte Punkt, den man jetzt noch über die Zeit bringen möchte, um auch alle Kritiker oder alle Tor in Köln, bösen Geister zu vertreiben. Wir gehen nach Köln, da ist der nächste Treffer gefallen. Der FC Bayern ist eiskalt und spielt mal wieder den in die Suppe Spucker. Sandro Wagner macht das 2:1, Bernat legt diesmal vor. Höger sieht da ein bisschen aufgescheucht aus. Und dann ist Horn gegen diesen präzisen Schuss, der unten links einschlägt, chancenlos. Es steht also 1:2. Wir geben nochmal kurz vor der Pause nach Stuttgart. Wo die Stuttgarter ja einen Treffer noch brauchen, um auch von der Tordifferenz mit Leipzig gleichzuziehen. Dann haben sie nur noch ein Tor aufzuholen, denn sie haben die deutlich wenigeren Tore geschossen. Viele 1:0-Siege waren da dabei. Doch die Punkte stehen ja auch erstmal im Fokus und die konnten sie im Gegensatz zu den Leipzigern in den letzten Wochen en masse einfahren. Aber für Hoffenheim geht es darum, sich in der Champions League zu halten, und da Leverkusen in Bremen gerade führt, sollten sie hier auch Punkte mitnehmen. Havard Nordfeit bringt den erstmal aus der Gefahrenzone raus. Nadim Amiri versucht den nochmal heiß zu machen. Kramaric bringt den Ball sogar aufs Gehäuse. Zieler ist aber gegen den 20-Meter-Schuss ohne größere Probleme. Wir geben nochmal nach Bremen, da steht es ja schon 1:2. Und Leverkusen kommt gerade nochmal. Lars Bender! Was ist hier denn los? Lars Bender 1:3. Und ebenso wie Havertz ist das ein überragender Treffer für Pavlenka, der gegen die Dortmunder ein sensationelles Spiel absolviert hat, ist hier mal wieder chancenlos. Der kann einem leid tun. 3 Tore und gegen keins von diesen konnte er etwas machen. Der Elfmeter und dann eben diese 2 Traumtore oben rein in den Knick. Lars Bender mit dem Treffer. Und Leverkusen kommt gerade nochmal. Wie konnten sie da so schnell den Ball verlieren? Tor in Augsburg, aber auch hier 1:4. Jetzt geht's dahin. Wir schauen uns den Treffer an und dann nach Augsburg. Wahnsinn. Die Gäste führen mit 1:0. Es ist nicht ganz so spektakulär wie in Bremen, wo die Tore ja Schlag auf Schlag fallen. Hier ist es Guido Burgstaller, der schon in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Treffer markiert. Er stand wohl nicht im Abseits. Tor in Frankfurt! Und Tor in Frankfurt. Wir schauen noch auf das 0:1 und dann gehen wir zur Eintracht. Luis Holtby bringt den HSV mal wieder auf den Pfad der Weisheit und auf den Pfad des Glücks. Wahnsinn, die Nachspielzeit der ersten Hälfte ist schon abgelaufen. Dann ist es Wood, der den Ball an den Pfosten haut, und Holtby reagiert am schnellsten und trifft mal wieder für den HSV. Das ist unglaublich, was der Junge abspult. Und zumindest das Maß für diese Partie lautet, nicht Punkte gegenüber dem VfL Wolfsburg verlieren. Das wäre tödlich, denn das Torverhältnis spricht klar gegen den
Hamburger Sportverein. Dieses 1:1 ist der Schritt in die richtige Richtung und zum psychologisch sehr wertvollen Zeitpunkt. Es ist Pause in den anderen Stadien auch. Wir schauen jetzt in der Halbzeit mal auf die Resultate, die nach 45 Minuten auf dem Papier stehen. Und dann geht es in der zweiten Halbzeit hoffentlich mit vielen Toren und mit guter Unterhaltung weiter. Dortmund und Mainz 0:0, Leipzig-Wolfsburg ebenfalls 0:0, Köln liegt 1:2 gegen Bayern zurück, Bremen gegen Leverkusen sogar 1:4, meine Güte. Gladbach gegen Freiburg 0:1, Frankfurt gegen Hamburg 1:1, Augsburg liegt gerade frisch gesehen 0:1 gegen Schalke zurück, torlos auch noch in Hannover gegen Hertha und Stuttgart führt 1:0 gegen Hoffenheim. Wie ihr das kennt, mache ich in der Pause ja immer eine halbe Minute ungefähr Schleichwerbung. Schaut oben in die Infokarte, das Quotenwilli verlinkt, sehr empfehlenswerter YouTuber mit Prognosen und Wettprognosen. Also schaut den auf jeden Fall an. Dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben geben würdet und mich abonnieren würdet, wenn es euch gefallen hat natürlich. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und morgen kommen dann die Zusammenfassung zu allen Spielen und dann, ja, alle Tore. Jetzt geht's weiter mit Halbzeit 2. Zurück in der Konferenz, Borussia Mönchengladbach läuft diesem 0:1 aus der 6. Minute von Nils Petersen hinterher und dürfte mit diesem Resultat wohl alle Träume des europäischen Wettbewerbs begraben können. Es ist jedoch noch einiges hier zu spielen, doch Freiburg kämpft leidenschaftlich unter Christian Streicher. Keine Überraschung, jetzt sind sie erst mal auf dem Weg nach vorne, verlieren den Ball, wir gehen nach Hannover, da ist der erste Treffer der zweiten Halbzeit gefallen. Hannover führt, 49. Spielminute. Martin Harnik verscheucht wohl die letzten Gedanken. Mit dem Abstieg werden sie wohl nichts mehr zu tun haben. Denn Hertha braucht hier zwei Dinge. Das ist schwer gegen Hannover zu machen, die zu Hause wirklich stabile Leistung abrufen. Stark gemacht, erinnert so ein bisschen an das Tor von Thomas Delaney. Zum 1:1 gegen Dortmund, köpft den Ball über den Gegenspieler hinweg. Also 1:0 für Hannover, wir geben nach Leipzig. Wo es nach wie vor 0:0 steht, die zweite Hälfte begann wieder nervös. Bis dato noch keine Möglichkeit herausgespielt. Leipzig besser in der Partie. Beim VfL Wolfsburg merkt man eben die Nervosität, die eben da ist. Und jetzt gibt es eine verlockende Freistoßposition, der sich Kevin Campbell wohl annehmen wird. Also 50 Minuten hier knapp gespielt. Den Freistoß nehmen wir natürlich noch mit. Könnte sehr interessant werden. Die Mauer ist gestellt. Wolfsburg muss ja auf Paul Verhaag verzichten, der gelb gesperrt fehlt. Aber der ist nicht unbedingt heute auffällig fehlend. Der Freistoß, naja, direkt in die Arme von Castells. Die Wolfsburger Mauer hätte durchaus hochspringen können, um da ein bisschen was zu machen. Es ist kein Tor draus entstanden, doch Leipzig macht hier den besseren Tor in Dortmund. Eindruck. Wir gehen nach Dortmund, da ist ein Tor gefallen, das erste in Dortmund. 1:0 für Borussia Dortmund und für Mainz könnte es jetzt doch nochmal im Abstiegskampf spannend werden. Insbesondere, wenn Leipzig gegen Wolfsburg verlieren sollte oder der HSV eventuell noch in Frankfurt einen Treffer erzielen kann. So ist es passiert. Jarmolenko, das geht zu einfach und dann ist Hack, der gegen Leipzig ein klasse Spiel gemacht hat, zu weit weg, aber ihm ist da kein Vorwurf zu machen. Diallo und De Jong laufen nur hinterher und Jarmolenko kann den Ball, ähnlich wie in Bremen, in den Knick hängen. Also Jarmolenko macht es, Lars Bender und Kai Havertz aus der ersten Halbzeit nach. Das nächste Traumtor, nicht ganz so viel mit Wucht geschossen, dafür mit etwas mehr Finesse. Und so steht es jetzt 1:0 und für Mainz könnte das noch ganz schmerzhaft werden. Gladbach liegt ja zurück gegen Freiburg, weswegen die Freiburger auf dieses Ergebnis hier mit noch mehr Gelassenheit schauen können. Jetzt kommen sie aber fast im Gegenzug zu einer guten Möglichkeit. Wir geben aber erstmal weiter. Und landen in Augsburg, wo nach einer Stunde
nach wie vor die Gäste in Führung sind. Königsblau macht den etwas besseren Eindruck und verteidigen das jetzt ganz gut. Doch auch Augsburg hat die eine oder andere Möglichkeit schon auf dem Feld zustande gebracht. Es fehlt aber noch der Treffer. Jetzt ein Fehler in der Vorwärtsbewegung. Kann es einen Konter geben? Eventuell ja. Sergio Córdova, Finn Burgason auf Jonathan Schmid. Das wird jetzt gut gespielt. Die Schalker kommen nicht ran. Philipp Max, Sergio Córdova steht da und bekommt auch den Ball und bringt ihn über die Linie. Wir sind ja gerade rechtzeitig da, um diesen Treffer anzuschauen. Da gehen die Schalker aber gar nicht drauf. Das war eine ganz komische Situation. Alle Augen auf Philipp Max gerichtet, der nicht attackiert wird. Und so steht Córdova völlig frei, lässt Fährmann keine Chance. 1:1, wir gehen nach Frankfurt. Wo der HSV den Rückstand von Mainz gerne ausnutzen würde. Und auch, dass Wolfsburg in Leipzig gerade über ein 0:0 nicht hinauskommt. Freiburg ist in unsichtbare Ferne gerückt. Aber das ist jetzt nicht der Fokus. Sie wollen hier unbedingt gewinnen und dann können sie auf die anderen Plätze schauen. Ekdal testet Lukas Radetzky. Der ist rechtzeitig auf dem Boden und kann den Ball parieren. Der aber auch vorbeigegangen wäre. Na, wenn jetzt aus der Ecke was geschehen würde, das dürfte die Frankfurter ärgern. Radetzky in seinem letzten Heimspiel wohl für die Eintracht, wird ja voraussichtlich zu Bayer 04 Leverkusen wechseln. Der Ball ist erstmal geklärt, doch er könnte, weil die Frankfurter langsam rausrücken, nochmal heiß gemacht werden. Douglas Santos, kein Abseits. Aaron Hunt! Wahnsinn! Aaron Hunt, der schon ein Traumtor gegen Schalke erzielt hat, erzielt das nächste Traumtor. Und was für ein wichtiges! Der HSV macht es scheinbar mal wieder. Eintracht Frankfurt lässt sich hier überrumpeln. Nach einem gegnerischen Eckstoß rücken sie zu langsam raus und Aaron Hunt mit seiner perfekten Schusstechnik haut er den Ball in die Maschen. Der HSV führt, ab nach Stuttgart. Wo der VfB Stuttgart nach wie vor mit 1:0 führt und Hoffenheim gerade etwas ideenlos wirkt. Stuttgart die bessere Mannschaft und verdient in Führung. Nach 68 Spielminuten sind sie deutlich überlegen. Oliver Baumann muss sich da erstmal Ordnung verschaffen. Seine 10 Männer vorne richtig ordnen. Julian Nagelsmann kann noch nicht zufrieden sein mit seiner 11. Und jetzt Askar Sieber fast mit dem 2:0 der Abschluss. Geht jedoch einen knappen halben Meter übers Gehäuse. Wir geben noch eine Station weiter. Ja, in Köln ist wohl die Messe gelesen, beziehungsweise zumindest ist es nicht mehr das Spiel, in dem der meiste Elan drinsteckt. Das meiste Feuer aus allem, was wir heute sonst noch zu bieten haben. Für den FC Bayern München geht es darum, noch vernünftig mitzuspielen in der Bundesliga und für den ersten FC Köln sich halt ehrenvoll zu verabschieden. Sie spielen heute wirklich gut gegen Bayern, aber es ist halt der Rekordmeister. Die schlägt man nicht so einfach und da ist dann auch der Tabellen-18. überlegen, auch wenn sie Chancen, wenn sie Möglichkeiten haben. Hier wird es nicht mehr sonderlich spannend, auch wenn Köln natürlich noch die Möglichkeit hat auszugleichen. Hier hatten sie noch eine Möglichkeit. Wir geben nach Bremen, wo auch noch mehr alles entschieden scheint. Ganz genau, es steht ja bereits 4:1 in der zweiten Hälfte, noch kein Tor gefallen. Bremen hätte den ein oder anderen Treffer markieren können. Es steht aber eben 1:4 und das dürfte wohl im letzten Heimspiel für den SVW eine Niederlage bedeuten nach einer herausragenden Saison ab dem Zeitpunkt, ab dem Florian Kohfeldt übernommen hat. Mit Leverkusen bekommt man ja immer so eine Wundertüte als Gegner. Entweder sie gewinnen 4:1, wie es scheint, oder sie kriegen eine richtige Schelle. Wir schauen uns nochmal eine Chance an. Leverkusen hätte sogar erhöhen können, aber gehen jetzt weiter. Wo es noch richtig spannend ist. RB Leipzig will gewinnen, das sieht man. Sie bringen einiges nach vorne. Doch der Treffer ist noch nicht da und Wolfsburg möchte den Super-GAU verhindern. Jetzt, wo
der HSV in Frankfurt führt, sind sie punktgleich. Das heißt, nur das Torverhältnis kann es jetzt noch für den VfL richten, wenn es denn... Tor in Hannover. So bleibt, Tor in Hannover. Wir schauen nochmal, aber Basuers Kopfball ist zu harmlos. Wir geben nochmal nach Hannover. Der Ausgleich. Jetzt wird es eventuell für Hannover doch nochmal spannend. Doch da allem Anschein nach der VfL Wolfsburg in Leipzig nicht gewinnen wird, dürfte auch das Unentschieden reichen. Sogar eine Niederlage wäre jetzt wohl denkbar. Niklas Stark gleicht aus. Der Innenverteidiger nach einer Ecke mit vorne geblieben. Überrumpelt Philipp Schauner, der wird getunnelt. Kassiert den Gegentreffer. Also hier steht es 1-1, wir geben nochmal nach Gladbach. Wo Freiburg jetzt gehörig unter Druck gerät. Gladbach wird stärker. Der hundertprozentige Abschluss oder die hundertprozentigen Möglichkeiten waren durchaus da, doch sie konnten sie noch nicht verwerten. Thorgan Hazard unter anderem mit einer überragenden hundertprozentigen Möglichkeit, die er aber mehr oder weniger kläglich vergeben hatte. Und so kann Freiburg bis knapp 10 Minuten vor dem Ende dieses 1-0 aus der 6. Minute halten. Sie bekommen kaum Entlastung hin, aber das dürfte sie, wenn das Resultat so am Ende bleibt, nicht stören. Und Hazard steht jetzt im Abseits. Tor in Hannover. Werden wir eine Station weitergehen dann nach Hannover. Da ist ein Tor gefallen, mal wieder. Hannover führt wieder. Pirmin Schwegler lässt die Sektgläser wieder klirren für Hannover 96. Das dürfte es jetzt aber gewesen sein. 83. Spielminute. Schwegler schießt plattenhart an. Der Ball wäre wohl sogar vorbeigegangen. Jahrstein ist dann chancenlos. Und so steht es. Tor in Stuttgart. 2-1 und Tor in Stuttgart. Die Entscheidung oder der Ausgleich? Der Ausgleich. Andrej Kramaric, der Kroate, bringt die Sinsheimer in der 84. Spielminute wieder zurück in die Partie. Jetzt sind sie ein Punkt hinter Leverkusen, denn die führen ja mit 4-1 in Bremen. Wanzen sich aber zumindest durch dieses 1-1 wieder etwas heran. Ron-Robert Zieler kann nichts mehr machen gegen den Einschlag von Kramaric. Er steht hier also 1-1. Wir geben nochmal zum Abstiegskampf nach Frankfurt. Wo der HSV es gerade hinbekommt, den Ball weitestgehend vom eigenen Tor fernzuhalten. Mascarell klärt erstmal auf Kosten eines Eckstoßes und damit weitere wertvolle Sekunden, die auf der Uhr verstreichen. Die Eintracht ist wieder sehr instabil geworden nach dem 1-1 Ausgleich, insbesondere dann in der zweiten Halbzeit eben der HSV doch deutlich überlegen. Die Frankfurter hatten zwar die ein oder andere Möglichkeit, hätten sogar zwischenzeitlich 2-1 in Führung gehen können, doch der HSV verdient sich diesen Sieg, diese Führung. Aber es ist ja noch nicht vorbei, wir geben aber nochmal nach Augsburg, wo es schiedlich friedlich 1-1 steht. Beide Teams noch so ein bisschen den Anschein machen, nach vorne spielen zu wollen, aus Respekt vor den Zuschauern. Aber richtige Torchancen kommen da momentan nicht mehr bei heraus. Augsburg wird mit diesem Resultat sehr gut leben können gegen einen starken Champions-League-Kandidat aus Gelsenkirchen. Und Schalke würde gerne gewinnen, denn Stand jetzt würde Dortmund an ihnen vorbeirücken. Wir gehen aber nochmal nach Dortmund. Wo gerade Dortmund nochmal kommt und den entscheidenden Treffer erzielt. Marco Reus scheitert erst noch an René Adler und bringt den Ball dann über die leere Linie. Oben schon gesehen, Leverkusen gewinnt in Bremen 4-1, da ist es schon vorbei. Und Dortmund entscheidet die Partie. Für Mainz wird es dann wohl am letzten Spieltag nochmal spannend. Und herzliche Glückwünsche nach Freiburg. Da dürfte man sich mit dem 1-0 den Klassenerhalt gesichert haben. Und auch in Hannover hat man in der nächsten Saison zu 100% wieder Erstliga-Fußball in der eigenen Stadt. Dortmund entscheidet hier die Partie. Wir geben nochmal nach Köln.
Wo die Partie jedoch gerade ebenfalls zu Ende gegangen ist. Bayern gewinnt 2:1. Köln verabschiedet sich, aber mit einem guten Spiel aus der heimischen Rhein-Energie-Arena, aus dem heimischen Stadion, erhobenen Hauptes. Wir gehen aber nach Frankfurt, wo es essentiell spannend wird. Augsburg-Schalke 1:1. Da ist es vorbei. Interessiert hier gerade in der Commerzbank Arena kein. Frankfurt will den Ausgleich. Das wäre der Todesstoß für den HSV. Aber die Partie ist vorbei. Der HSV rettet sich mal wieder in diesem Halbfinale, wie Tietz es ja genannt hatte. Gewinnt 2:1 in Leipzig, wird aber noch gespielt. Da schauen wir uns natürlich noch an. Wo Leipzig nochmal eine Ecke hat und Kun Kastils den VfL in der 95. Minute vor dem 1:0-Treffer von Leipzig rettet. Also, es steht hier 0:0 zum Ende, zum Abpfiff der Partie. Wir schauen gleich nochmal auf die Tabelle, aber gehen nochmal nach Gladbach, wo der SC Freiburg den Klassenerhalt sicher hat. Bitter für Gladbach, sie werden damit nächste Saison in der Europa League vermutlich nicht antreten müssen oder dürfen. Nils Petersen mit seinem Tor in der 6. Minute rettet er den SC Freiburg nach einer turbulenten Saison. Schafft es der Sportclub also, mal wieder die Klasse zu halten. Gladbach und Freiburg trennen sich 0:1. Das war die Prognose zur Konferenz. Morgen kommt wie immer alle Spiele, alle Tore, also die Spiele in der Zusammenfassung. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung oder ein Abo freuen. Ansonsten werfen wir jetzt nochmal einen Blick auf die Tabelle, was diese Resultate hier aus der Prognose zu bedeuten haben. Und vor allem tippt gerne wieder mit in den Kommentaren, würde mich interessieren. Glaubt ihr, der HSV schafft es noch? Naja, schauen wir auf die Tabelle. Bayern vorne, das ist keine Frage, mit 84 Punkten. Dortmund auf Platz 2, Schalke auf Platz 3 jetzt dahinter, weil sie nur unentschieden spielen konnten gegen Augsburg. Leverkusen schiebt sich an Hoffenheim vorbei, dann folgen Leipzig, Frankfurt und Stuttgart. Mönchengladbach wird sich aus dem europäischen Wettbewerb wohl verabschieden müssen, beziehungsweise aus dem Kampf darum. Hertha auf Platz 10, dann Augsburg, Hannover, Werder und Freiburg allesamt mit der Klassensicherung. Und dann Mainz auf Platz 15, kann auch noch direkt absteigen. Dahinter Wolfsburg und der HSV hat wieder bessere Möglichkeiten. Köln mit 22 Punkten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, macht euch einen wunderschönen Tag. Genießt die letzten beiden Bundesliga-Spieltage. Wir sehen uns dann morgen bei der Prognose zu allen Spielen. Dann das Ganze hier nochmal in der Zusammenfassung. Bis dann und ciao.